Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Netastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion. Heute geht es um den zweiten Endgame-Trailer. Hallo, ganz kurz bevor das Video beginnt. Am 23. März 2019 sind deutschlandweit die Demonstrationen gegen Artikel 13. Auch ich werde in Frankfurt anzutreffen sein, um 14 Uhr am Paulsplatz. Und ich würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind und mitmachen. Hashtag Save Your Internet. Heute erschien ganz plötzlich der Avengers Endgame Trailer. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er diese Woche kommt. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich werde euch hier alle Dinge nennen, die mir aufgefallen sind und vielleicht ein paar Spekulationen. Deswegen ganz wichtig an dieser Stelle, Achtung, Spoiler-Alarm. Der Trailer beginnt ähnlich wie der Super Bowl Teaser. Man sieht einige Rückblenden aus vergangenen Marvel-Filmen in schwarz-weiß gehalten. Nur einige Rottöne sind hervorgehoben. Ganz cool für die ganzen Fans da draußen. Wir sehen gleich Hawkeye mit seiner Familie. Er übt gerade mit seiner Tochter Lila Barton Bogenschießen, was ihr ziemlich gut gelingt. Und im Hintergrund sehen wir seine Familie, die gerade am Picknicken ist. Ich nehme an, hierbei handelt es sich um eine Rückblende, da Clint selber noch normale Haare hat und später im Trailer sehen wir seine neue Frisur. Die Rückblende könnte der Auslöser sein, warum Hawkeye sich entscheidet, zu Ronan zu werden, denn ich nehme an, dass genau in diesem Moment, in der Clint seiner Tochter ein fröhliches High Five geben möchte, sich seine gesamte Familie in Luft auflöst. Ich mache das immer noch. Als ich die Tochter von Clint gesehen habe, dachte ich erst, es wäre die gute Catherine Langford auf 30 Reasons Why, da waren mir jetzt zu viele THs. Doch beim zweiten Hinsehen musste ich das leider verneinen. Nun bleibt trotzdem abzuwarten, welche Rolle Catherine Langford denn übernehmen wird in Endgame, denn es gab viele Spekulationen, ob sie die Tochter von Hawkeye in einer älteren Version spielt, ob sie eventuell Kate Bishop spielt und Hawkeye quasi ablöst, ob es Tonys und Peppers zukünftiges Kind ist oder sogar eine ältere Version von Scott Langs Tochter. Und ich weiß, euch juckt es in den Fingernägeln zu wissen, wann denn dieser Film spielt und wie viel Zeit denn zwischen diesem Film spielt. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, nach Avengers Endgame bzw. zum Start von Spider-Man Far From Home werde ich meine Marvel Cinematic Universe Timeline nochmal neu anordnen und die aktuellen Filme mit einsortieren. Ganz wichtig, ihr solltet euch vorher dieses Video dazu angucken, denn da steht fast exakt drin, wann welcher Film spielt und es steckt vor allem viel Recherche drin. Denn reden wir mal über das Thema Zeit. Wir sehen nämlich hier Natascha Romanoff aka Black Widow mit ihren ursprünglichen roten Haaren auch wieder etwas länger und mit einem blonden Ansatz. Was mich jetzt stark verwundert, im Endgame-Trailer und auch am Ende des Trailers kann man sie mit ihren kurzen blonden Haaren sehen. Und wie viel Zeit verstreicht denn dazwischen bitte? Und auch Ant-Man scheint es endlich in unsere Zeitlinie geschafft zu haben. Denn wer sich erinnert, in Avengers Endgame, dem ersten Trailer, sieht man, dass er noch irgendwo in der Vergangenheit rumbaumelt. Wenn man aber jetzt mal ganz deutlich nach oben schaut, sieht man, dass dort Archiv steht und in der unteren Ecke läuft eine Zeit. Was also heißt, das muss eine Aufnahme sein, die schon etwas älter ist. Und jetzt sehen wir, wie er ganz verwundert auf aktuelle Plakate schaut, die über vermisste Menschen berichten. Kommen wir nochmal zurück zu Hawkeye oder Ronan oder Hawkeye oder Ronan oder... Ich bin in einer Zeitschleife gefangen, Entschuldigung. Denn wir sehen ihn nochmal durch einen dunklen Tunnel rennen, verfolgt von Wasser und einer Explosion. Und wenn ich jetzt überlege, wo es denn Tunnel und Wasser gibt, muss ich als erstes an das RAF denken, das in Civil War eingeführt wurde, einem Hochsicherheitsgefängnis für Superschurken. Und ich würde vermuten, dass der gute Hawkeye sich dort eventuell befindet. Aber warum? Wir können an seinem Handgelenk sehen, dass er irgendwas Leuchtendes da hat. Und ich dachte erst, es wäre eine Taschenlampe. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich dabei um diese runden Gegenstände handelt, die wir schon auf verschiedenen Setbildern gesehen haben, wo viele von ausgehen, dass dies Stabilisatoren sind, damit sie in der Zeitlinie, die sie zurückreisen sind, auch präsent sein können und sich nicht einfach wieder in Luft auflösen. Ich würde mich freuen, wenn er irgendwie in die Vergangenheit zurückreist, sich im RAF befindet und man vielleicht dort auf einen alten Charakter trifft wie Abomination, den wir schon seit dem unglaublichen Hulk nicht mehr gesehen haben, der sich mit Sicherheit in diesem Hochsicherheitsgefängnis befindet. In einem nächsten Shot sehen wir kurz Ant-Man im Avengers HQ und ich dachte erst, ist nicht ganz so wichtig, doch mir ist gerade beim Weiterskippen aufgefallen, dass man dort im Hintergrund erst ein helleres Licht sieht, das immer größer wird. Meine Vermutung ist, dass dort irgendeine Art von Explosion stattfindet. Das Ganze würde perfekt zum Super Bowl Teaser passen, denn dort sehen wir ja, wie War Machine und Ant-Man sich bereit für einen Kampf machen. Jetzt ist die Frage, handelt es sich hierbei um einen neuen Bösewicht? Ist es vielleicht Captain Marvel, die gerade ankommt? Und finally sehen wir endlich die Quantum-Raumanzüge. Okay, es wurde noch nicht offiziell bestätigt,
Aber wir können mit Sicherheit, mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass diese Anzüge dazu da sind, um in der Zeit zurückzureisen und mit höchster Wahrscheinlichkeit durch den Quantumraum. Was viel interessanter ist, wir sehen Nebula und Tony Stark, die beide auf der Erde sind und so einen Anzug tragen. Und ich, der die Gerüchteküche über alles liebt, geht fest davon aus, dass es sich hierbei um eine Fake-Szene handelt. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Tony Stark und Nebula einfach rein editiert wurden, so wie einige Szenen bei anderen Trailern, wie beispielsweise Avengers Infinity War, in der wir diese Szene gar nicht im Film gesehen haben, oder wie in Thor Ragnarök, in der wir nicht gesehen haben, dass Thor ein Auge verloren hat. Das waren die Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Wenn euch da draußen irgendwas aufgefallen ist, wo ihr sagt, das muss ich noch unbedingt wissen oder das sind eure Theorien, denn ich freue mich mit euch über die ganzen Theorien und Vermutungen zu diskutieren. Also in diesem Sinne, das war's mit der heutigen Folge Hero Discussion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen rauf. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir die Kommentare, was ich verbessern kann. Aktiviert die Glocke und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und ich hoffe, ich darf euch bald wieder begrüßen, hier bei Hero Discussion.